Herzlich willkommen auch auf YouTube zum Preview des Farm Production Pack. Wir machen hier ein Live-Preview, ohne dass wir vorher irgendwas getestet haben. Ich habe auch nichts vorbereitet. Das haben wir gerade im Stream zusammen gemacht. Leerer Spielstand, nicht viel Mods. So, was haben wir hier? Hier haben wir Schwefelsäure-Tanks. Okay, dann holen wir uns jetzt hier erstmal den. Ne? Also, einmal unter den Fahrzeugen gibt es den Schwefelsäure-Tank. Da wird es natürlich auch nachher wieder lustig. Na, ist das ein Standardtank? Wie alle anderen Standardtanks? Macht der Autoloader das? Das probieren wir dann später natürlich auch noch aus. Aber erstmal haben wir hier eben Schwefelsäure. Wofür wir auch immer die brauchen. So, was gibt es denn noch? Es gibt natürlich wieder was zum Bauen. So, und da müsste jetzt hier ja eine ganze Menge am Ende drin stehen. So. Und dann gucken wir uns das einfach mal an. Vielleicht machen wir hier erstmal. Gehen wir hier mal aufs Feld und dann sagen wir hier Bodenzustand, keiner. So, dann haben wir nämlich hier ein leeres Feld. Dann haben wir hier auch was zum Bauen. Der wird ja sowieso nachher die ganze Sache angleichen. So, und ich würde sagen, wir bauen die einfach mal hier nebeneinander und dann schauen wir uns die ganzen Hallen mal an. Und danach nehmen wir uns auch ein paar Fahrzeuge. Gucken wir uns das mal von der Größe her an. So, was haben wir denn hier? Ah, da vorne ist was zum Reinfahren. Ja gut, dann stellen wir das mal so hin. Dann hier haben wir noch was Längeres. Ah, das kann man nur im 90-Grad-Winkel drehen. Der einen Seite ist zu, dann stellen wir das mal. Stellen wir das mal hier hin. So, dann haben wir noch sowas hier. Kann man auch nur im 90-Grad-Winkel drehen. Und wir haben noch sowas hier etwas größer. So. Ja, dann schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Ja, machen wir hier den Model-Eicher mit Licht. Also, ganz schön breit von hier hinten. Hier hinten haben wir eine Tür. Also ich würde sagen, das ist eine mächtig große Halle mit nur einer Einfahrt. Ja, hier kann man Tor schließen und öffnen. Tja, Halle halt. Optisch schick gemacht. Riesig. Eine Einfahrt. So, hier haben wir dann noch eine Halle. Wir werden uns die nachher auch nochmal nachts angucken. Eine Beleuchtung. Die ist offen. Aber auch ziemlich groß. Namen Wingy. Namen Dynasty. Hallo Susanne. Hallo Floxel. Hallo René. Hallo Ralf. Ich kann es vergessen. So. Dann haben wir hier nochmal eine Halle. Da haben wir hier drei offene Fächer. Hier. Kleine Ölkanne. Hier vorne sieht aus, als könnte man draufdrücken, kann man aber nicht. Hier haben wir eine Tür. Hier haben wir ein Tor. Ich frage mich, warum die Dinger hier an die Seite gestellt haben. Hat das irgendeine Bewandtnis? Oder ist es einfach nur Deko? Ist wahrscheinlich nur Deko, ne? Ah, hier, ne? Hier vorne können wir Hallenbeleuchtung einschalten. Okay, ging das bei der anderen auch? War da auch sowas? Ja, gucken wir, ne? Ah, sie haben gelernt. Sie haben gelernt, diese Trigger nicht so groß zu machen wie die Halle. Haben sie wahrscheinlich von meinem neuen Autoload, meiner neuen Autoload Tension gehört. Gut, der Fehler, dass man nur in einem Trigger stehen kann, ist immer noch nicht behoben. Gut, haben wir auch gleichzeitig noch was vom Patch getestet. Machen wir hier mal ein bisschen schneller laufen, ne? Dass es nicht so ewig dauert. So, hier haben wir auch wieder so eine Halle.
Hier mit so einer Unterkonstruktion. Sieht schick aus. Ich weiß noch nicht, ob die irgendeine Bewandtnis hat. Na, da sind Belüftungsschlitze. Rundherum ist sie zu. Hier haben wir ein großes Tor. So, vor der Hälfte des Tors ist schon mal. So, und hier sind zwei große Fächer drin. Okay. Aber auch hier haben wir Hallenbeleuchtung. Da war. Also optisch gesehen sind die schon schick. Könnte mir sogar vorstellen, dass die Einzug auf unseren Spielstand haben. Okay, hier haben wir schon drei. Drei große Tore. Das ist schon mal gut. Hier ist der Lichtschalter. Was sich wieder ausmachen. Ja, der Lichtschalter. Hier haben wir ein Fach mit drin. Der Rest ist Freifläche. Auch hier wieder optisch sehr schön gearbeitet. Hier vorne kann man auch reingucken. Ich habe jetzt auch keinen Mod gefunden, wo man Fenster öffnen kann. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Namen von diesen Hallen. Halle für große Fahrzeuge. Lagerung von Wurzelfrüchten, das war der hier. Das heißt also, das Ding soll man eigentlich rechts, links die Wurzelfrüchte reinkippen. Schüttgutlagerhalle, ja, da haben wir das Lager und hier Schüttgut. Eine offene Halle und das andere ist eine Fahrzeuglagerhalle. Natürlich mit dieser kleinen Einfahrt ist jetzt kein Durchfahrtlager oder sowas. Ne? Das kann man natürlich vergessen. Ja, das ist das DLC. Deswegen machen wir da hier, machen wir gerade Preview von. So, ich denke, dann gibt es hier bei den Silos auch noch was. Nämlich, hier haben wir eine Fahrzeug- und Lagerhalle. Und eine offene Halle mit Ballenlager. Okay, die gucken wir uns auch noch an, natürlich, ne? So, das Ding sieht so ein bisschen aus wie die Halle, nur ein bisschen schmaler, ne? Fahrzeug- und Lagerhalle. Okay, da haben wir hier auf der einen Seite natürlich mächtig Platz, was abzustellen. Müssen wir trotzdem rangieren. Und hier kommen wir nicht durch. Hier ist. Ja, das ist eins von diesen Giants-Lagern für Ballen und Paletten, nehme ich an. Kapazität 250 Ballen. So, hier ist der Einlagerbereich. Auslagerbereich ist nicht markiert. Können wir aber ganz leicht testen, ne? Okay. Gras nimmt er nicht. Okay. Also Ballen nimmt er nicht, aber Paletten. Das ist also ein Palettenlager. Die Lagerhalle ist für Paletten. Und Licht hat sie auch. In dem Fall sogar separates Licht. Gut, dann wissen wir Bescheid. Zack, der Ball ist schon weg. Hier haben wir die offene Halle mit Ballenlager. Das ist also die gleiche Halle wahrscheinlich wie die da hinten. Hier hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 Fächer. 1, 2, 3, 4, 5 Fächer, ja. Nur eben dann als Ballenlager. Wunderbar. Hallo Bloody. Hallo René. Ja, ich habe echt überlegt, warum die Leute
die das mit diesem 3D-Modding gut können, also nicht wie ich, sondern eben so wie du, ne? Warum noch keiner auf die gekommen ist, zumindest mal irgendein Fenster aufmachbar zu machen. Ne? Keine Ahnung. Ne? Es wird immer so auf so viel Kleinigkeiten Wert gelegt, dass ich so ein kleines Schiebefensterchen im Dach mit Simple IC öffnen kann. Aber mal die Küche durchlüften, ne? Da denkt keiner dran. Gut, das waren dann diese Sachen. Ich denke, wir brauchen noch ein Feld. So, was bringt uns das DLC denn noch? Also bis jetzt haben wir schon mal, ne, hier haben wir schöne große Hallen, sehen optisch gut aus. Ne, sind wie was man das von Giants im 22er gewöhnt ist, halt optisch gut gemacht. Hier haben wir noch ein Ballenlager und ein Palettenlager. Ach so, das hatte ich jetzt gar nicht geguckt. Einmal auslagern. Also, packt er direkt hier vor, kann ich danach wieder reinschieben. Okay. Und Palette mit Saatgut. Wo hat er das hingestellt? Ah, die stellt er hier vor die Tür. Also ist hier der Auslagerbereich. Gut. Ich gebe mir Mühe, Winky. Ich gebe mir Mühe. Gut, was haben wir denn noch? So, ich erwarte unter den Rest eigentlich nichts, weil ich habe da nichts gesehen. Doch, es gibt hier noch eine große Fahrzeugwerkstatt. Garage mit Werkstatt, um Fahrzeuge und Geräte abzustellen und zu reparieren. Gut, ich habe meine eigene Werkstatt, aber hier Reinigungsroboter. Roboter, der zur Reinigung der Solarpaneele eingesetzt wird. Kann hier nicht platziert werden. So, Farmhäuser gibt es keine, aber wir haben ja auch nachher noch Fabriken. Verkaufsstationen, Generatoren. So, hier haben wir erweiterbare Nutzer Solarpaneele. Erzeugt Strom, der automatisch gewinnbringend verkauft wird. Aber bedenke, dass die Paneele regelmäßig gewaschen werden müssen, um den Ertrag zu garantieren. Ah, guck mal. Und hier haben wir natürlich noch Elektrizität. So, rein optisch gesehen, diese Holzdinger natürlich schick, ne? So. Solarpaneele, keine Info. Drüber, das ist natürlich schon mal blöd. Hier steht auch nichts drin. Aber wahrscheinlich kann ich jetzt hier. Guck mal, das kann ich hier hin platzieren. Starte den Reinigungsroboter. Ach, guck mal. Hier, wie geil ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Sehen tut man ja jetzt hier nichts, ne? Das wird mein Eröffnungsbild für dieses Teil. Also das ist.
Gut, sehen wir davon jetzt auch nachher hier was im. Betriebskosten Fahrzeuge, okay. Hallo Java, Olli, danke für dein Abo jetzt schon im 28. Monat. Da muss man mal drüber nachdenken. Denn ich habe im Januar 22 angefangen. Das heißt, du bist von der ersten Stunde an dabei, wie es auch bei dir bei, wie es auch dabei steht. Also das ist auf jeden Fall optisch gesehen mal ein Highlight, ne? So einen schönen Park damit anlegen und dann die drüber fahren lassen. Da müssen wir gleich mal ein bisschen die Zeit vorspulen, damit die hier auch dreckig werden, ne? Ob man dann auch sieht, dass sie dreckig werden. Dann hätte eine Dirt Mask ja endlich mal einen Sinn für diese Teile. Gut, wir haben hier aber auch noch. Und hier haben wir natürlich mal wieder mittendrin eine Hallenbeleuchtung. Da bin ich gleich mal gespannt, wie viele von diesen Hallen mein Auto lohnt, wenn wir den gleich zum Testen dazu nehmen, wie viel der dann da hier bringt. Das wird bestimmt wieder lustig. So, ja, heute werde ich nicht die 3 Minuten Werbung direkt schalten, weil ich denke, wir machen die anderthalb Minuten. Wenn die anderthalb Minuten gleich laufen, dann sollte das genug sein. Aber ich werde das noch ein bisschen verzögern, um die Werbung laufen zu lassen, während ich dann die anderen Mods dazu nehme, ne? Also haben wir jetzt 5 Minuten Zeit, weil ich konnte die Werbung für 5 Minuten verschieben. Ja, Olli, da sieht man, wie die Zeit vergeht, ne? So, also hier vorne haben wir da eine Werkstatt. Dann ist hier wahrscheinlich, irgendwo ist ja auch der Werkstatttrigger, macht ja Sinn, ne? Frage ist nur wo. Mal wieder so eingestellt, dass man ihn nicht sieht. Auch super. Faszinierend, die Leute denken, die was machen wollen. Hey Winky, das ist in der Tat eine der 2 Fehlermeldungen, die ich von dem Sprinter bekommen habe. Und das eine ist die Beifahrertür, die kriegt nämlich keine Sonne, keinen Schatten ab. Also die leuchtet immer im Schatten. Ansonsten gibt es da tatsächlich keinerlei Fehlermeldungen zu. Ne? Und ja, da wird es irgendwann auch ein Update für geben. Ne? Ganz bestimmt. So, dann Produktionen. Schauen wir noch rein, was Produktionen. Wir haben hier ein Farm Production Pack mit einer Waschtroppel. Dann haben wir hier nochmal eine Lelly Sphere. Verwendet die Abluft aus einem Kuhstall und erzeugt in Verbindung mit Schwefelsäure Flüssigdünger. Ah ja. Nimmt Güter an und verarbeitet sie zu anderen Produkten. Clean Trigger. Okay. Kuhstall. Müssen wir hier auch noch einen Kuhstall hinsetzen. Ah ja, kleiner reicht ja auch, ne? Kuhstall? Haben wir hier so einen Standard-Kuhstall? Also das mit diesen Höhen, das ist irgendwie. Man sollte sowas auch eher auf glatter Fläche testen, ne? Dann, ich meine, wenn wir schon einen Kuhstall haben, dann brauchen wir auch noch eine Misthaufenerweiterung. Pöck. So, da bin ich mal gespannt. Okay, habe ich nicht gemerkt bis jetzt. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Produktion. Hier kommen rein Kartoffeln, Wasser, Zuckerrüben und dann kommen gewaschene Kartoffeln und gewaschene Zuckerrüben wieder raus. So, hier oben kippt man rein. Hier Wasser. Und hier kommt es wieder raus. Das muss man natürlich gleich mal im Detail testen. Aber hier, so wie ich das jetzt platziert habe. Ich würde sagen, wir füllen das Ganze jetzt mal. Es soll ja nur ein Test und sein und wir wollen ja nicht richtig damit spielen. Ne, dann würden wir das nämlich anders machen. Aktueller Trigger.
Level Input voll. Und dann schalten wir das Ding mal ein hier. So, da haben wir auch schöne Bewegung. Jetzt müssen wir wo war der Flugmodus? Hi, hier, Flugmodus. Was? Wieso kein Platz? Hä? Wieso denn kein Platz? Traktor. Anhänger. Den hier. Ohne Aufbau. Soll ja schnell gehen. Der ist zu hoch. Dann andere Idee. Gab sie nicht auch leer? Der sagt mir jetzt, jetzt habe ich den Flugmodus noch an. Der sagt mir jetzt hier kein Platz. Verstehe ich nicht. Warum funktioniert das Ding jetzt nicht? Landschaftsbau. Aber was sieht man hier? Soll nicht funktionieren, wenn man Input einzeln einfüllt. Aha. Ja, ich habe das Problem, dass ich das hier so hingebaut habe, dass ich das jetzt nicht vernünftig füllen kann, ne? Händlerbereich? So. Habe ich mir jetzt, ne? Selbst durch die Brust ins Knie und so, ne? Bereich mal. So, was kommt da rein? Kartoffeln, ne?
Ja, das Ding ist viel zu. Wie kriegt man denn dann die Kartoffeln da rein? Kartoffeln. Also ich sehe schon, ne? Also das hier antesten dauert schon länger. So, jetzt habe ich Kartoffeln. Twitch droht schon wieder mit Werbung. Kann hier keine Kartoffeln abladen. Ja, dann. Hublader, Universalschaufel. Ja, was hast du schon drin? Ach, hier funktioniert mein. Hier im Testspielstand funktioniert mein. Mein Lenkrad nicht, ich weiß nicht warum. So, Kartoffeln. So, ich habe Kartoffeln. Nimm keine Kartoffeln. Kann ich eigentlich hier nicht einsteigen? Ja, ich würde sagen, ihr guckt euch jetzt mal Werbung an. Und auf YouTube machen wir eine kurze Pause. Ja, wenn ich jetzt die Kartoffeln einfülle, geht das Wasser nicht mehr rein. Wasser ist ja schon drin. Ah, ne, Kartoffeln sind schon drin. Moment, ich habe die Kartoffeln doch eben rausgenommen. Ne, aber wir machen eine kurze Pause auf Twitch und ich starte dann den Spielstand nochmal neu, warum ich nicht in die Fahrzeuge reinkomme. Bis dann. So, herzlich willkommen auch zurück auf YouTube. Wir machen da keine zweite Folge draus. Jetzt kann ich hier erstmal wieder ein- und aussteigen, das ist schon mal schön. Produktion habe ich erstmal leer gemacht. Und jetzt funktioniert auch die Steuerung hier wieder. So. Ich kann nichts abkippen.
Keine Kartoffeln, keine Zuckerrüben, nur Wasser drin. Das können wir natürlich noch mal vielleicht Levin ist der einzigste Mod, den ich mit drin habe, ist der EDC und der das Ding zum Versetzen des Kaufpunkts. Ansonsten nicht. Ja, also ich habe tatsächlich nur den Easy Development mit drauf. Ja, also das war ja dann wohl mal nix, ne? Ich kann ihn jetzt hier einschalten, dann sagt er mir, Güter fehlen. Vorkippen kann ich's. Ich gerade, warum wir die. Nein, ich bin hier in einem Singleplayer-Spielstand. Okay. Also ich kann euch leider nicht zeigen, wie dieses Ding hier funktioniert. Weil der nimmt nichts an. Ja. Schade. Der Grund, warum ich aber meine Mods drin habe, ist, dann verspringt hier diese Anzeige nicht. Gut, widmen wir uns dem nächsten Gerät zu. Hier haben wir einen Cleaner Tiger. So. Ah, hier kann man den. Aha, das ist ein Rübenhäcksler, steht da oben. Der steht auch hier nicht drin. Das andere war das Ding da hinten. Zuckerrüben. Das Ding hier war für Kartoffeln. Aber versuchen wir das gleich mit dem hier. Machen das Ding mal mit Zuckerrüben voll. Ich muss auch gucken, die Steuerung hier in meinem Testspielstand ist natürlich ganz anders, als ich die bisher eingestellt habe. Ich weiß auch nicht, warum dieser Arm sich so schnell bewegt. Also hier geht das Abkippen auf jeden Fall. Hier geht das Abkippen auf jeden Fall. So. Jetzt kann ich den hier einschalten. Zuckerrüben, Schnitzel und Steine steht hier. Okay, stellen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Ui, guck mal. Wie, das war's schon? Oh, Zuckerrüben sind schon durch. Ja, lustigerweise zeigt der hier auch an, wie viel Zuckerrübenschnitzel und wie viele Steine hier liegen.
Schick auf jeden Fall, ne? Okay. Das heißt, hier drunter könnte man theoretisch eine wiederbefüllbare Palette stellen, wenn man denn eine hätte. Weil. Die gibt es natürlich Standard von Giants nicht, ne? Aber egal. Und hier könnte man Anhänger drunter stellen oder nachher tatsächlich mit der Schaufel arbeiten. Wenn man also Zuckerrübenschnitzel braucht. Ist das doch was? Ist das denn jetzt tatsächlich so, wenn ich das jetzt da wegnehme? Dass er dann tatsächlich auch weniger anzeigt? Tatsächlich, das ist was Neues, das muss wahrscheinlich ein Skript sein, der misst, was hier runterfällt. Gut, also funktioniert und für die Leute, die halt eben schon immer wissen wollten, wie können sie denn Zuckerrübenschnitzel machen, ist das Ding doch mal eine brauchbare Alternative. Statt so eine Riesenproduktion. Next one, hier haben wir die Jelly Sphere. Dann machen wir hier nochmal das Laufen an. Ich hatte doch schon hier irgendwo da. Dann machen wir jetzt auch mal die Zuckerstärke. So, weil ich weiß noch nicht. Ne, Autoload probieren wir gleich auch noch aus. Hatte ich ja versprochen. So, also hier haben wir Schwefelsäure. Ich schiebe jetzt mal hier rein. Ah, ne, das. Das ist doch richtig. Das hier ist Anlieferung. Oh, sehr schön. So, wie kommt jetzt die Schwefelsäure hier rein? Also, wir brauchen Schwefelsäure für Flüssigdünger zu erhalten. Und das macht er mit dem Abfluss. Ah, guck mal, Tür öffnen. Ach, guck mal. Hier kannst du also zwei Dinger reinstellen und dann nimmt ihr das von da runter. Mache ich jetzt die Tür wieder zu? Ah, Tür schließen. Ja, weil ist ja Schwefelsäure, ne? Sollte man. Liter sind hier drin. 1500 Liter noch hier, wenn du sie beide draufstellst. Also in die Gitterbox. Das ist mal wieder was Neues. In die Gitterbox. Na, hier unten hast du auch diese Läuche. Das sieht dann so aus, als wenn es angeschlossen wäre. Wie gesagt, kannst zwei Dinger kannst du da reinstellen vom Platz her. Das ist schon mal schick. So, lassen wir auch hier mal was schneller laufen, damit was rauskommt. Aber es kommt nichts raus. Ja, das könnte ich mir jetzt noch erklären, weil wir haben keine Kühe. Jetzt haben wir Kühe. Jetzt brauchen wir noch Nahrung. DMR kann man nicht spawnen, ne?
So, dann füttern wir die Tiere mal schnell. Kartoffeln, Zuckerrüben und Karotten und rote Beete und Pastinaken. Standen aber nicht da drin, ne? Schweinefutter. Mischration. So. Beim nächsten Mal gehe ich doch wieder auf die deutsche, auf die amerikanische Karte. Da ist nämlich das Feld am Händler immer so schön leer. So, und dann brauchen wir noch bisschen was Stroh. Hier das Stroh hin. Funktioniert wieder mit der Ballenträger nicht. Ja, das ist schwierig, Wingis. Das ist schwierig. Also, na, wir hatten jetzt mehrere Monate Verspätung, weil wir auf Giants warten. So, haben wir jetzt alles drin? Wir brauchen ja eigentlich nur Stroh, ne? So, dann lassen wir hier mal ein bisschen laufen. Dann müssten wir ja hier in der nächsten Stunde auch ein bisschen was Milch und Gülle kriegen, ne? Also zum einen war unser Teamchef jetzt ein halbes Jahr out of order, gesundheitlich. So, ein bisschen Mist haben wir. Oh, hier läuft Flüssigdünger. Aus der Schwefelsäure. Und vorbei. Naja, mittlerweile geht es ihm wieder gut. Seit ein paar Wochen ist er wieder da. Und ja, seitdem geht es auch wieder voran. Wir haben jetzt warten müssen auf auf Giants. So. Aber das funktioniert natürlich mal wieder nicht hier. Starken Bauer nicht an? Doch, starke Bauer ist an. So, raus, wieder rein. Na super. Muss man dann auch jedes Mal noch die. Na, weder denn, ne? Auch hier fehlerhaft, man muss jedes Mal die Palette bewegen, damit dann hier wieder was rüber geht. Okay, jetzt läuft sie auch weiter, wie man sieht. Okay. Und wir haben hier Flüssigdünger drin. Das heißt, das testen wir natürlich direkt schnell aus, ob dieser Flüssigdünger auch nutzbar ist. Dafür nehmen wir uns einfach eine kleine Hardy und nochmal meinen Lieblingstraktor.
Ja, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir jetzt alles erstmal austesten. Und dann sollen die zwei Feature Branches, wie wir das so nennen, erstmal zusammengeführt werden. Was mache ich hier? Die falsche Seite. Warum sagt ihr denn nichts? Na, ob dann die Soil Compaction mit dem ganzen Animal-Kram und dem Realistic Seeder, dass auch alles miteinander funktioniert. Und dann wird die Performance getestet. Karten sind jetzt quasi in den ersten Tests, also das wird schon was. Ja, wir haben Flüssigdünger. Also zumindest das funktioniert. So, rein optisch gesehen für die Flüssigdüngerherstellung schick, wirklich schick, ne? Die Idee mit dem hier reinstellen, coole Sache. Mich würde natürlich auch interessieren, ne? Wie man ja unten an der Anzeige sieht, die da hin und her springt, nimmt er jetzt quasi immer wieder hier aus dem Pass. Das können wir jetzt auch sehen, wenn wir hier ein bisschen schneller stellen. Dann müsste die Schwefelsäure im Fass dann gleich weniger werden. Siehst du, läuft dann runter, wenn ich die Geschwindigkeit hochstelle. Okay. Optisch schick aus. Der Gedanke, quasi aus der Abluft und sowas das zu machen. Schick, und wir haben ja auch gesehen, ne? Keine Tiere im Stall, funktioniert das Ding nicht. Jetzt kommen wir mal zum Preislichen. Palette Schwefelsäure, 2000 Liter 800. Kaufe ich direkt Flüssigdünger, 2000 Liter 3200. Und ich mache, wie ich das richtig gesehen habe, aus 2000 Litern Schwefelsäure, 4000 Liter. Also, ja. Hier. Also verdoppelt sich. Also ja, das macht durchaus Gewinn. Moin Chris. Übrigens, moin van der Fern. Ich habe dich eben gar nicht begrüßt. Entschuldigung. So, hier sind die Kühe am Fressen. Könnte ich wieder kotzen, wenn ich die alten. Entschuldigung. Die Modelle sehe. Ich bin froh, wenn ich endlich auf der Terralife-Karte, auf einer Terralife-Karte anfangen kann zu spielen. Und wenn ich mir eine selber schreiben muss. Gut, also, das hier, ne? Wenn man die Kiste erst reinstellt, weil das Ding schon an ist, scheint, ne, funktioniert es ganz gut. Wenn man es vorher reinstellt, hat man verloren. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, für die Leute, die Zuckerrübenschnitzel für irgendwas brauchen, Zuckerrübenschnitzel für irgendwas brauchen, ist das Ding hier ganz schick. Mal eine schicke Produktion, die Sachen auf den Boden schmeißt. Eventuell mit einer füllbaren Palette arbeiten. Macht Sinn. So. Ja, das Ding hier funktioniert eben einfach nicht. Na, warum? Ja, werde ich vielleicht noch rausfinden. Aber aktuell funktioniert halt nicht. Ne? Einfüllen klappt nicht. Haben wir versucht. Warum? Ja, na, vielleicht überlagern sich ein paar Trigger. Ein paar Trigger sind zu tief. Zumindest wir haben keinerlei Fehler in den Loks. Aber das schaue ich mir ja lieber. Und dann nehme ich euch natürlich mit. Genau. So, dann gehen wir hier in Dokumente. My Games. Weil für solche Tests benutze ich immer die Originalsachen. Alles, was mit Modding oder mit meinen Let's Plays oder so zu tun hat, habe ich ja woanders. So, dann gehen wir hier mal in die Log und suchen nach. Natürlich hat er das jetzt rausgeschmissen. Nach Error oder nach Warning. Count. Auf der französischen Karte gibt es keinen. Ne? Achso, Winkes, ich habe zwar hier so ein paar
so ein paar Mods drin. Aber nur Easy Dev und Store Deliveries und das Production Farm Pack wurden geladen. So, in dem Fall würde ich jetzt sagen, speichern das Ganze ab. Gehen mal zurück ins Menü. Und dann nehmen wir uns auch das Autoloader Transport Pack dazu. Und wir testen auch gleich die Ui, sowas. Ich sehe hier gar kein Revamp. Habe ich hier mein eigenes Revamp nicht drauf? Hoppala. So, das Autoloader Transportpack. Und wir nehmen auch gleich das Revamp mit drauf. Und natürlich den Autoload. Welchen Autoload habe ich eigentlich drauf? 1106. Oh, das ist auch noch ein alter Autoload. Ekelhaft, ne? Nee, 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 nee. Mods. Galgenberg Mods. Production Revamp in der neuesten Version. Autoloader in der neuesten Version. Das jetzt richtig gemacht? Gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, warum dein Follow weg ist. Ja, Raven, das kann ich machen. Ich habe das Handy hier irgendwo rumliegen und dann klick, klick. So, also Transport Pack, Autoload, Revamp, Start. Na, schauen wir mal, bin mal gespannt. Also meine bisherige Einschätzung ist, also die Hallen sind alle, sind, finde ich sehr schick. Na? Ich nehme hier meinen kleinen Liebling. Autoload. So, normale Flüssigkeitstanks passen nämlich drei Stück da drauf. Na, also die Hallen sind gut, auch hier dieser Service Point ist gut. Das mit, ne? Also das Einzige, was ich jetzt nicht so gut finde, ist. Momento. Okay. Haben Sie wieder was anderes gemacht? Ich würde mal gucken, ne? Ich hatte ja jetzt auch ein bisschen umgebaut. Laden der Sachen aus XML. Sieht natürlich auch optisch gleich aus.
Nur ein anderes Dekel, aber sie haben wieder irgendwas anders gemacht, als ich das erwartet habe. Gut. Das war der Autoloader-Test. Autoload gab nicht. So, also, das Einzige, was ich nicht gut finde, bisher, also auch das hier, ne? Wird das, ne? Jetzt auch nach dem Reload, das läuft immer noch. Wunderbar. Ne, das Ding hier ist auch wunderbar, macht eine Menge Krach, wie wir sehen. Ist im Endeffekt irgendwas anderes, weil ist eine Produktion ohne Produktionsmenü. Okay. Hier können wir jetzt auch mal reingucken. 500 Liter Schwefelsäure, 30.000 Liter Flüssigkeitstank. Wie wir sehen, mit Revamp läuft auch. So, hier haben wir Lager ist leer, also es gibt Paletten. Es gibt Paletten. Das schon mal schön zu wissen. Güter fehlen. Ich meine, das wäre ja jetzt der Knaller, ne? Wenn das Ganze jetzt funktionieren würde. Was hatten wir eben? Wir hatten. Komm, wir machen mal Zuckerrüben, weil wir haben ja eben Kartoffeln versucht. Vielleicht funktionieren ja Zuckerrüben. Ja, bin da ja. Immer noch nicht, warum hier die Steuerung so schnell ist. Okay. Machen wir mit dem Ganzen noch einen letzten Test. Ob ich vielleicht doch was falsch gemacht habe. Mache hier einmal eine gerade Fläche. Platziere darauf die Produktion. Damit definitiv nichts im Weg ist. Oha. Oha. Jetzt muss man aber noch was kaufen hier, ne? Also, der Unterschied war, ich hatte das Ding, das Wasser mit dem Easy Development eingefüllt. Tierhaltung. Oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Ist das neu? Nie gesehen. Okay, dafür brauchen wir allerdings ein Auto, ne? Gibt's schon lange? Ja, ist sicher der Standard. Ich habe ja gar keinen anderen Mod drauf. Hallo Danny. So, den füllen wir jetzt mit Wasser. Oh, das gibt ja wieder Support, ne? Eine Produktion. Heute ist nicht mein Tag. Eine Produktion, die nicht mit dem Easy Development füllbar ist.
Also die nicht funktioniert, wenn man sie mit dem Easy Development füllt. Ich kann Auto aufklappen, das ist aber das. Irgendjemand hatte eben geschrieben, wenn man bereits Zuckerrüben drin hat, geht nichts anderes mehr rein. Hatte irgendjemand eben geschrieben, ne? Naja, deswegen habe ich es ja extra nicht voll gemacht, ne? Okay, versuchen wir jetzt noch mal Wasser reinzutun. Da. Aktueller Trigger, Fill-Level, Wasser füllen. So, und jetzt sagt er nämlich, gewaschene Zuckerrüben, kein Platz. Also ich denke, da werden sie nochmal nachbessern müssen, aber das können sie ja bis zum Release noch machen, ne? So, jetzt haben wir ein bisschen Wasser reingefüllt. Und zwar nicht mit dem Easy Development. Ja. Also, der Gerät funktioniert nicht in unserer Preview-Version. Ne? Ja, doch, die testen schon wenig an, aber du musst sehen, da kommt dann kurz vor Schluss nochmal irgendeine Änderung und schon. So, Braven meint, jetzt wird vielleicht die Kapazität für das gesamte Lager benutzt. Ja, das können wir doch, ne? Das können wir ja auch noch benutzen. Aber wahrscheinlich haben die Supports Multiple Fruits false gesetzt oder sowas. Setzen wir uns einfach noch mal eine Fabrik hier hin. Und zack, haben wir genug davon. Vielleicht machen wir dann hier auch mal kurz die. So, wir machen jetzt hier einfach mal, nein, nicht das, das hier einstellen. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal 500 Liter nur rein. Liter sind drin. So, da die ganzen XMLs natürlich im DLC liegen, können wir jetzt auch nicht mal schnell nachgucken. Ne. Also,
Das ist das Einzige, was nicht funktioniert. Gut. Kommen wir zu meinem Fazit. Die Hallen. Na? Dass in die einen nur Paletten und in die andere nur Ballen reingehen, finde ich ziemlich doof. Aber gut. Von der Optik her, von der Größe her, sind sie schick. Sie sind schlicht, aber trotzdem gut gemacht. Auf dem, was wir heute so gesehen haben. Sie haben diesmal die Hallenbeleuchtungstrigger nicht über die kompletten Größen verteilt. Ich weiß nicht, ob sie eventuell ja da meinen Mod, ob einer von denen vielleicht schon gemerkt hat, dass mein Autoload das demnächst anmeckern wird. Das werden wir jetzt gleich noch wenn wir in die Mod-Desk reingucken, wenn wir in die Log reingucken sehen. Wie gesagt, verschiedenste Hallen auch zum Abkippen von Erdfrüchten. Auch der mal der etwas andere Service hier ist tatsächlich schick. Schade, dass es ein DLC ist, weil für meine eigene Kartenidee kann ich ihn deshalb dann eben leider nicht verwenden. Na, aber hier habe ich wieder das, kann ich das wieder in der ganzen Halle machen. Ja. Und sogar hier im Foyer kann ich noch die Hallenbeleuchtung ein- und ausschalten. Da war mal wieder dazu jemand zu faul, es ordentlich zu machen. Besonderes Gimmick finde ich hier die Beleuchtung. Und da würde ich jetzt doch tatsächlich noch mal einen Tag vorspulen wollen. Vielleicht noch 3-4 Tage. 6.500 haben wir jetzt gemacht mit dem bisschen was hier. Mich würde da schon interessieren, ob die jetzt tatsächlich dreckig werden. Also auch optisch dreckig werden. Oh, 33.000. Das ist schon heftig für einen Monat, ne? Für so ein bisschen hier. Gut, also ich sehe jetzt hier nicht, dass die dreckig werden, wenn ich so gucke. Ja, genau, die sollen dreckig werden, deine Leistung nachlassen. Deswegen haben wir jetzt hier diesen Reinigungsroboter und den lassen wir jetzt mal laufen. Gucken, ob da jetzt da gleich ein Teilstück von sauberer ist. Wir können natürlich einfach auch noch mal ein Teilstück platzieren. So einfach mal gegenüber. Also hier diese leichten Flecken und diese grisselige, was ich da sehe. Das sehe ich genauso hier. Ich meine, ist schon schick, das muss man sagen, ne? Also die Idee dahinter finde ich richtig cool. Dass man es nicht sieht, ist natürlich dann wiederum schade. Die Idee, diese Dinger hier wie Zäune zu platzieren, finde ich gut. Ne, somit kann man sie auch noch schön platzieren. Ist halt einfach nur ein bisschen was Optisches, ne?
Das Ding hier finde ich richtig cool für die Rübenschnitzel zu machen, wenn man sie denn braucht. Ich brauche sie nicht, aber wenn man sie braucht, ist das super. Das hier finde ich so richtig cool. Ne, auch mit diesem Abschließbutton, mit dieser abgeschlossenen Bereich. Ist cool gemacht. Ob man dafür jetzt 8 Euro ausgibt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also alleine für die Hallen, weil da mal so ein paar richtig große, schöne dabei sind, werde ich mit Stefan diskutieren, ob wir das nicht auf unseren Spielstand nehmen. Aber so oder so müssen wir da ja warten. Ein bisschen enttäuscht bin ich von dieser Reinigung. Aktuell aus zwei Gründen. Zum einen, sie funktioniert generell nicht. Ne? Und zum anderen, sie funktioniert generell nicht. So, jetzt haben wir hier aber auch noch, ne? Sie macht nur Kartoffeln und Zuckerrüben. Wo bekomme ich denn jetzt Karotten, rote Beete und Pastinaken her? Gewaschene. Die Frage bleibt unbeantwortet. Das Farm Production Pack enthält einen Schwefelsäure-Tank, der nicht autolootfähig ist. Das heißt, da muss ich mal wieder ran. Und sehe ich gerade die Verkaufsstände. Haha, wir haben die Verkaufsstände noch gar nicht geguckt. Ich denke, wir machen noch ein paar Minuten, ne? Verkaufsstände gucken. Ja, die müssten ja unterbauen. Verkaufsstellen. Ach, hier gibt es ja noch jede Menge. Da müssen wir doch noch mal reingucken, oder? Also, hier haben wir einen Marktstand. Gemüse, Milch, Fresh Farmers Supermarkt, kleiner Verkaufsautomat, Verkaufsautomat, Mehrzweckverkaufsautomat. Bauernmarkt. Oh. Distributionszentrum. Können Paletten verkauft und zeitlicher Bonus bei der Regalbestückung erlangt werden? Ah ja. Bauernmarkt an der Einkaufsstation können für den landwirtschaftlichen Betrieb benötigte Produkte gekauft werden. Hier, Tagespreise sind das, ne? Das andere hier sind alles diese Tagespreise. Ach, schau mal, fangen wir mal klein an. Produktionsübersicht. Gut, wird nicht angezeigt. Ja, wie wir sehen, ich kann hier Mehl anliefern. Moment, das muss ich mir angucken. Moment. Mehl. 1000 Liter. Das ist mal was Neues. Ist eine Verkaufsstation, die ist limitiert. Okay. Gehen wir hier mal gucken, wo ist das Mehl? Hier ist das Mehl. Shop Le Ladin Le Premier. Ne, Marktstand Bäckerei. Und jetzt hat er genug davon. Jetzt wird er auch hier nicht mehr angezeigt. Weil hier haben wir Brot. Marktstand Milchprodukte. Er nimmt zum Beispiel auch noch Zucker. Marktstand Bäckerei 1300. Dann
Markt statt Bäckerei steht immer noch drin. Jetzt habe ich das Ding voll gemacht. Steht es nicht mehr drin. Das ist mal was Neues. Das ist tatsächlich mal was Neues. Ein limitierter Verkaufsstand. Jo, mach das. Ja, Werbung in 2 Minuten, habe ich auch gesehen. Wir gehen jetzt mal schnell ein paar Stunden weiter. Wie lange bleibt denn der auf 100%? Ach, guck mal. Und jetzt ist auch noch Olivenöl dazugekommen. Das stand da nämlich vorher nicht drin. Aha. Also ich denke, hier gibt es noch viel zu entdecken. Hier gibt es zum Beispiel Eier und Salat. Und guck mal, was der große Verkaufsautomat für Eier bezahlt. Ja, kein Wunder, gehen ja auch nur 1400 Liter rein. Meine, das sind ja mal Preise für Eier, ne? Und Salat? Wo ist der Salat? Da ist der Salat. Der große Verkaufsautomat zahlt mal wesentlich mehr. Aber sie sind auch limitiert. Limitiert, auf was reingeht. Und wechselndes Angebot. Haben sich was einfallen lassen. So, was haben wir hier? Fresh Farmers Supermarkt. Das heißt, hiermit kommen tatsächlich Verkaufsstellen. Müsli. Verkaufsstellen, die einen super Preis anbieten, aber eben nicht so viel. Hier kann ich also am Tag 4.800 Tomaten hinbringen und dann ist vorbei. Und schickst du die Gebäude auch noch. So, das hier ist das Ding zum. Müsste das Ding zum Kaufen gewesen sein, ne? Was kann ich denn hier kaufen? Was war das? Nochmal kurz reingucken. Ja, das war der Bauernmarkt, an der können für landwirtschaftlich benötigte Betriebe Produkte gekauft werden. Ja, und wie kaufe ich die jetzt? Komme. Oh, guck mal. Eine für das Preis ist es. Gut, ich weiß jetzt nicht, was hier alles reingeht, ne? Aber okay, gucken wir mal auf die Preise von zum Beispiel Mineraldünger. Mineraldünger ohne Öl. Ich suche mich hier immer blöd. Mineraldünger. Ja, am Bauernmarkt 4.600 pro 1.000 Liter. 4.600. Da sage ich danke, aber nein, danke. 4.600? Kannst du vergessen. Kannst du behalten. So, aber einer geht noch. Einer geht noch rein. Wo haben wir es denn hier? Mann. So, Distributionszentrum. Können Paletten verkauft und ein zeitlicher Bonus bei der Regalbestückung erlangen. Okay.
Fahren wir mal hin. So, erstmal, was nimmt er denn überhaupt? Er nimmt zum Beispiel gewaschene Kartoffeln. Sind gewaschene Kartoffeln eigentlich was, was ich hier vorne... Nö. So, Regalbestückung. Okay, kann ich auch machen. Ja, was habe ich davon, wenn hier die Regale bestückt werden? Oh, ich habe hier eine Menge Tore. Ich finde das immer wieder schick, wie die animiert sind. Starte die Palettenlieferung mit dem Gabelstapler. Keine Paletten zu liefern. Wieso Palettenlieferung? Hä? Verstehe ich nicht. Also, erstmal gewaschene Kartoffeln. Ja. Hast du gut gemacht, Achim. Kommst du gut hin. Verkaufen. Kaufen. Gut, also das normale Verkaufen, das geht schon mal. So, aber das Ding nimmt ja auch, muss ich die Paletten selber hinbringen. Dann nehmen wir mal Tomaten. Na, Tomaten. Oh Gott. Ich brauche. Tomaten. Möchtest du die Tabletten an die zugewiesenen Orte liefern? Ja. Und jetzt? Okay. Ist jetzt kein Tieflader, ne? Oh, hier gibt's sogar leere Paletten. Wo sind denn die zugewiesenen Orte? Ah, da. Da müssen wir doch mal gucken jetzt hier, ne, was hier passiert.
Allerdings ist das viel zu eng hierfür. Ach, der nächste Punkt ist irgendwo anders in der Halle. Ah, sehe ich schon. Das wird ein Spaß. Der Qualität wegen wieder auf Stream umschalten. Alter! Ach, Headset hier funktioniert nicht. Da kannst du ja nicht mal vernünftig mit drehen hier. Wie sollst du das denn vernünftig machen? Also die Abmessungen der Halle passen nicht zu den Abmessungen. Des Staplers. Ja, die brauchen ja einen Stapler mit einem kürzeren. Ja, vielleicht kann man ja hier noch irgendwas. Ja, rechts und links kann man nur noch schieben. Jetzt hänge ich nämlich vorne schon dagegen. Jo, gute Nacht.
Also, schaffen wir das noch und dann hören wir auf mit Stream hier. Und ich denke, danach gehen wir dann auch nicht mehr. Gehen wir dann auch nicht mehr spielen, weil irgendwann muss ja mal Schluss sein, aber. Holla die Waldfee. Also ist definitiv was anderes. Was natürlich auch interessant ist, was ist, wenn ich die jetzt hier wie Kraut und Rüben dahin pfeffere? Ne? Die stehen ja dann beim nächsten Mal auch noch wie Kraut und Rüben da. Und ich habe dann beim nächsten Mal ein Problem, sie dahin zu setzen. Oder werden die dann ausgerichtet? Und was gebe ich dir nachher an Bonus dafür, dass ich das gestapelt habe? Und was hat Gabelstapler Klaus zu meinen Fahrkünsten mit dem Gabelstapler? Da muss es trotzdem ein vernünftiger Stapler sein. Guck mal hier, die Kiste hier haben wir eben hier wieder hier so reingeschoben, ne? Obwohl ich, weil ich dachte, ich müsste zwei da reinpacken. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier rückwärts rausfahre, ziehe ich die ja immer schräg, ne? Ja, oder das war jetzt die falsche Palette. Das würde bedeuten, ich bräuchte die hier. Je nachdem, welche er gezählt hat. Weil der Stapler an sich ist nicht verkehrt. Oh, Wahnsinn, 3.400 für verkaufte Produkte. Hier sind sie weg.
Also es ist ein nettes Gimmick. Kann man vielleicht mal machen. Und da machen wir vielleicht auch das Licht an, aber muss man nicht. Aber für diejenigen, die Realismus spielen wollen, super Sache, finde ich. Na? Gut, das mit diesen variablen Verkaufsstellen hier, das könnte in einigen Mods ein Problem geben, wenn auf einmal eine Verkaufsstelle nicht mehr da ist. Das heißt nämlich, entweder sie zeigen sie gar nicht erst an, weil es keine richtigen Verkaufsstellen sind, oder sie zeigen sie an und haben nachher ein Problem, dass sie Fehler zeigen, weil sie wieder weg sind. Wir werden sehen. Dazu müssen wir das Ganze dann natürlich mit dem vollen Mod-Potenzial, das wir so haben, zeigen. Gut, also bei Revamp haben wir jetzt hier aber kein Problem gehabt. Funktioniert alles soweit. Autoload geht nicht. Waschanlage geht nicht. Ansonsten finde ich, wenn man mit diesen Hallen was tun kann oder mit der Produktion, auf jeden Fall eine lohnende Geschichte. Wenn man damit aber nichts anfangen kann, weil einem die Hallen nicht gefallen oder weil man die Produktion auch nicht nutzen will, dann sollte man lieber die Finger davon lassen. Ne? Gerne könnt ihr das Ganze über meinen Link bestellen, kostet euch keinen Cent mehr, unterstützt ihr mich ein bisschen mit. Aber wie immer sage ich, kauft euch nichts, was ihr nicht auch benutzen wollt. Also bitte nicht kaufen, nur um mich zu unterstützen. Das ist es nicht wert. So, habe ich jetzt noch was vergessen? Hab ich jetzt noch was vergessen? Helft mir, bevor ich hier Schluss mache. Haben wir noch was vergessen? Oder haben wir an alles gedacht? Haben die Verkaufsstellen noch gemacht? Gewächshäuser. Einfach nochmal durchklicken hier. Generatoren haben wir gemacht. Tiere kommen ja keine dazu, ne? Dekoration ist auch keine dabei. Na, die Gebäude haben wir uns angeguckt, die Silos haben wir uns angeguckt. Siloerweiterung gab es keine, Container gab es keine. Tools haben wir uns angeguckt. Farmhäuser gab es keine, Produktion haben wir uns angeguckt. Ja, ich denke, das war's, ne? Oder? Ja. Deswegen auf YouTube, ich danke fürs Reinschalten, ich danke fürs Interesse. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben, was da auf euch zukommt und wie sich das Ganze dann im Zusammenspiel mit der Fülle der Mods, die da draußen sind, gibt. Das werden wir gemeinsam sehen. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann bei der nächsten DLC-Vorstellung. Hier in diesem Kanal wieder und ansonsten gerne auch mal auf Twitch, auf YouTube reinschauen. Bis dann und tschüss.